Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 13 Karrieremodus mit dem Hamburger Sportverein. Spieltag 7. Wir schreiben den 27. September 2014. Anstoß. Bundesliga-Zeit 15:30 Uhr. Schiedsrichter. Unser Glücksbringer, da kann doch nichts mehr schief gehen, ist Ansgar von Hauenstein. Und wir gehen ins Aufstellungsmenü und beginnen bei unserem HSV mit der vermeintlich momentan stärksten Elf, wie ich finde. Und die sieht so aus. Es spielt im Tor die 1 Oliver Baumann, die Viererkette mit Dennis Diekmeyer, Jerome Boateng, der 4 Shaiku Kouyaté und die 7 Marcel Jansen im Vierer Mittelfeld. Da ist der Kapitän rausrotiert. Da spielen die 24 zurück auf der rechten Seite. Dani Caligiuri, die 11 Adama Heer, die 10 Christian Eriksen und die 27 auch wieder zurück in der Startelf. David Alaba. Und vorne sollen für die Tore sorgen der Vitamin A und B Sturm. Aubergine, Aubameyang und Banana Boni. Das heißt, Aogo rotiert auch auf die Bank, genau wie Raphael van der Vaart. Die Kapitänsbinde übernimmt heute zum ersten Mal unser Abwehrchef, Shaiku Kouyaté. Der hat mittlerweile, so bilde ich es mir zumindest mal ein, hat ein bisschen Deutsch gelernt und kann zumindest so eine Seitenwahl mitleiten, dass er da die paar Worte Deutsch daraus bekommt. Da habe ich keine Zweifel dran. Ansonsten Douglas auch mal wieder mit auf der Bank dabei. Son und Lukaku, unsere beiden Top-Joker natürlich auch. Und auch Usama Tanane habe ich jetzt einfach mal mitgenommen auf die Bank. Wie sieht es beim Gegner, bei den Gästen aus der Domstadt aus? Die Kölner, die spielen mit einem 4-2-3-1, wie so viele Mannschaften in der Bundesliga. Im Tor, da spielt Thomas Kessler, die Viererkette Sascha Rita, Christopher Scheuch, Kübler, der mir momentan gar nichts sagt, und Christian Eichner, so heißt er richtig. Die Doppel-6 mit Adam Matuszek und Matthias Lehmann. Über die Außen kommt die polnische Zange mit Petschko und Mieczyński. Auf der offensiver 10er-Position spielt Reinhard Jabo. Von Natur aus eigentlich ein eher defensiver Mittelfeldspieler, interessant. Und ganz vorne ist ein Mann, von dem ich persönlich sehr viel halte, Razak Bukhari. Ist aber auch nicht so der typische Mittelstürmer, eher ein Flügelspieler. Aber gut, müssen die Kölner wissen. Diego Forlan, der eigentliche Superstar zum Beispiel, ist dafür nur auf der Bank. Auch Disfeld, der Neuzugang. Tim Horn, das Torwarttalent, ebenfalls nur anscheinend Ersatzkeeper. Mijo Bretschko, der Real-Life-Kapitän, ebenfalls nur Bank. Genau wie Sascha Bigalke. Und Christian Clemens, der im Real-Life ja zum 1. FC Schalke 04 wechseln wird. Und auch Jalo nur auf der Bank. Der könnte eigentlich zum Beispiel sehr gut auf der Jabo-Position spielen, während sich hier gerade mein Antivir-Fenster öffnet. Aber so kann ich auch mal kurz auf den Sound checken, aber das sieht alles soweit gut aus. Und deswegen gehen wir mal in die Partie. Die Kölner zuletzt zweimal verloren, 0-1 gegen Gladbach, 0-3 gegen Hannover. Aber dafür das Derby gegen Leverkusen gewonnen. Aber das heißt, glaube ich, momentan nicht so viel. Leverkusen arg in der Krise. Schon fast im Tabellenkeller da gefangen, wenn sie heute nicht gewinnen. Hab leider gerade den Gegner der Werkself nicht im Kopf. Aber wir müssen auch auf unsere Partie schauen. Unser nächstes Heimspiel am 7. Bundesligaspieltag gegen den 1. FC Köln. Sollte ein Sieg eigentlich Pflicht sein. Haben wir gegen Augsburg am letzten Spieltag auch gesagt. Wurde es am Ende ja dann auch, aber das war ja mehr Krampf als Kunst. Angeführt vom heutigen Kapitän Shaiku Kouyaté will der HSV den nächsten Dreier einfahren. Der momentan Tabellenfünfte könnte auch heute wieder theoretisch Tabellenführer werden. Dazu müssen wir den 1. FC Köln allerdings bezwingen. Aber ich bin recht zuversichtlich, wenn wir die Leistung aus den letzten beiden Partien gegen Bremen und Augsburg verbessern können, sind die Kölner schlagbar. Auch eine typische Fahrstuhlmannschaft.
die Männer von der Domstadt, die Adam Matuschek als Kapitän ins Rennen schicken. Wie gesagt, neben Kujaté, der scheint sich gut mit Ansgar von Hauenstein zu verstehen. Ein paar freundliche Worte kriegt der Afrikaner nochmal die Köpfe. Bayern, Gladbach, Hertha und Schalke sind noch vor uns. Aber auch einige Mannschaften mit wenigen Punkten nur hinter uns. Noch ist der HSV ja ungeschlagen. 6 Spiele, 3 Siege, 3 Remis. Wilfried Boni führt immerhin noch die Torschützenliste an mit 6 Toren. Aubameyang nach seinem Doppelpack aus dem Augsburg-Spiel hat auf 4 Treffer aufgestockt. Das beste Sturmduo der Liga. Unser AB-Sturm soll auch heute nach Möglichkeit erfolgreich einsetzen. Aber ich mache nicht den Fehler, vielleicht wie beim Augsburg-Spiel, dass ich den Gegner unterschätze, sondern wir treten hier mit der wirklich vermeintlich besten Elf an, und das obwohl wir Mitte der Woche am Mittwoch unser zweites Champions League-Spiel haben in Anderlecht. Aber das ist erstmal Nebensache. Heute zählt nur das Spiel gegen den 1. FC Köln. Und das wollen wir natürlich für uns entscheiden, um weiter in der Tabelle zu klettern. Adam Mahia, David Alaba, Wilfried Boni gegen 2 Kölner. Caligiuri läuft in Position, will er durchstecken zu Diekmeyer. Schafft er auch, aber der Schuss zu harmlos, kein Problem für Thomas Kessler. Kujaté gewinnt den Kopfball, Boni. Alaba schickt Aubameyang, der ist unglaublich schnell, spitzer Winkel. Konnte nicht mehr viel mehr draus machen, als diesen Eckball gegen Thomas Kessler herauszuholen. Erste Ecke. Aogo ist heute nicht im Spiel. Ich kann gerade nicht den Schützen wechseln. Jetzt geht's. Na komm, David Alaba einfach mal vorm Tor weggeschnibbelt. Der kommt ja nicht schlecht. Kujaté und Aubameyang. Das war ein Schuss, ohne Scheiß. Aber der ging Richtung Seitenlinie. Und da ist ein HSVer liegen geblieben. Aber der Schiedsrichter Ansgar von Hauenstein unterbricht diese Partie nicht. Und so sind die Kölner 2 gegen 2. Mit Jabo, der für mich wieder, wie gesagt, überraschend auf der 10er-Position spielt. Aber jetzt Ball gewonnen von Eriksen. Alaba, Wilfried Boni. Gut gespielt, Eriksen. Caligiuri. Boni läuft auf den Flügel. Komm, Flankengott, Wilfried. Ne, er spielt ihn kurz zu Eriksen. Ah, da sind 3-4 Kölner um ihn rum. Maher muss nochmal auf den linken Flügel legen. Alaba. Ball ist noch gut. Flanke auch. Und da ist Boni. Und Aubameyang kommt da nicht ran. Thomas Kessler mit der nächsten Parade. Während die Bayern im Spitzenspiel gegen Wolfsburg in Führung gehen. Maher fängt den Ball von Sascha Ritter ab. Er kriegt also den Vorzug vor Raphael van der Vaart, weil ich ihn defensiv um einiges stärker finde als den etatmäßigen Kapitän Caligiuri. Boni nochmal zurück, muss in die Mitte jetzt laufen, der gute Wilfried. Bleibt aber wie blöd da stehen. Aber Aubameyang ist ja auch noch da. Aber der Kopfball erneut zu harmlos. Kein Problem für den Keeper im Kölner Tor, Thomas Kessler. Shaiku Kujaté verliert das Kopfballduell. Und da muss Boateng jetzt hin. Setzt sich gut durch gegen Reinhard Jabo. Dennis Diekmeyer. Die HSV-Fans sind auf jeden Fall da. Unterstützen ihr Team. Mit Alaba. Eriksen, prima Ball. Auf Alaba, der sucht Boni. Findet ihn aber nicht ganz. Schade. Bukari. Ballverlust, Alaba dazwischen. Aubameyang. Caligiuri. In der Mitte ist Boni, aber da kommt er nicht ran. Aber die Kölner machen es nochmal spannend mit Eriksen. Aubameyang, guter Ball auf Eriksen. Perfekt mitgenommen, Tor. Und da kommt das Freundentchen. Erstes Saisontor für den besten Schützen der vergangenen Saison mit 8 Toren, glaube ich. Aubameyang sieht die Lücke. Normalerweise ist es umgekehrt. Aber wenn es auch so funktioniert, why not? Aubameyang für Christian Eriksen. 1-0
Führung für den HSV. Und der nächste Ballgewinn von Eriksen wieder. Mahea, sehr guter Ball für Boni. Kleine Schwierigkeiten. Aubameyang, das war glaube ich abseits. Ja, war's. Ah. Und diesmal, ja. Leider Gottes, hätte Aubameyang selber abschießen können. Schnell geschaltet von Wilfried Boni. Ich glaube, der wollte eigentlich Eriksen schicken. Aber Aubameyang rannte einfach dazwischen. Und so die Chance vertan. Jansen mit dem Fehler. Und da macht Boateng wieder zu früh den Schritt raus. Kouyaté bereinigt die Situation vorerst. Boateng blockt. Natürlich wieder vor die Füße eines Kölners. In diesem Falle Bukari. Der Mann aus dem Togo. Aus der Jugend von dem RC Lens aus Frankreich. Eine sehr gute Talentschule in der französischen Ligue 1. Beziehungsweise, ich glaube momentan spielt Lens im Real Life sogar in der zweiten französischen Liga. Einer der ganz vielen guten Ausbildungsclubs aus Frankreich. Kai Djuri, Diekmeyer, wieder ein Kölner Bein dazwischen, das zum Einwurf klärt. Aber HSV, klare Leistungssteigerung gegenüber den beiden letzten Auftritten. Das muss man so deutlich sagen. Diekmeyer schickt Aubameyang. Aber die Flanke abgeblockt und die Kölner können klären, aber abgefangen von Diekmeyer. Boateng, Kouyaté macht seine Sache sehr ordentlich, sehr souverän, wie immer der Innenverteidiger. Und heute auch noch Kapitän Aubameyang. Boni, da wollte ich den Doppelpass spielen. Kommen aber leider nicht dazu. So die Kölner mit dem Ansatz eines Konters, aber wieder abgefangen. Vom Kapitän Kouyaté, Kai Djuri, etwas in den Rücken gespielt von Diekmeyer. Eriksen, Aubameyang, und jetzt kommt der Wilfried, der legt dafür mal her. Und da kommt nochmal Alaba auf Boni und wieder ein Kölner Kopf dazwischen. Hätte schon 2-0 stehen können. Thomas Kessler hat was dagegen. Und wieder den Kopfball gewonnen von Boateng. Aubameyang. Etwas umständlich, wie Boni da gerade in Position gelaufen ist. Deswegen auch der Ball leider nicht bei seinem Sturmpartner angekommen. Das ist Petschko gegen Jansen. Der hakt da ein bisschen. Aber Vorteil und Diekmeyer fängt die Flanke ab, beziehungsweise diesen langen Ball. Und köpft ihn zu Olli Baumann zurück. Alaba. David Alaba, Marcel Jansen. Alaba her, ne, Eriksen war es glaube ich, Boni, steckt durch zu Jansen, der kann nicht mit rechts flanken, wartet deswegen bis Eriksen in Position gelaufen ist und das müsste abseits gewesen sein, denkst du? Spielen wir einfach mal weiter, Kai Djuri und wieder dieser Kessler, Alaba her mit dem Kopfball, nochmal die Riesenchance zur 2-0 Pausenführung. So heißt es am Ende zur Pause nur ganz knapp 1-0 durch den bisher einzigen Treffer von Eriksen, sehen wir hier im Hintergrund, hinter Wilfried Boni gerade eben. Aber da müssen wir nach Möglichkeit noch eins nachlegen. Ich glaube, was die Torstatistik an und Torschussstatistik vor allem angeht, liegen wir vorne. Schauen wir uns gleich an. Erstmal die Halbzeitergebnisse auf den anderen Plätzen. Gladbach, der Tabellenzweite momentan, führt 1-0 gegen Freiburg. Schalke führt in Frankfurt, Hannover liegt gegen Dortmund hinten, Hertha führt gegen Hoffenheim, also Hertha, die sind ja bombastisch drauf. Vielleicht hat Maxi Beister auch einen gewissen Anteil daran. Und im Topspiel Wolfsburg-Bayern steht es unentschieden 1-1. Ich guck mal hier kurz auf die Frische, auf die Energie, denn wir haben ja nur drei Tage später schon das zweite Champions League Gruppenphasenspiel gegen Anderlecht. Aber ich denke, wir werden erstmal so weitermachen und im Verlaufe der zweiten Halbzeit am Wechseln mal schauen, wie die zweite Halbzeit erstmal so verläuft. Wow, das war ein bisschen riskant vom Boateng, aber ist gut gegangen. Eriksen. Ball kommt nicht bei Wilfried Boni an, langer Ball, aber der war leicht zu verteidigen für Schalke Kouyaté, Alaba.
Das war ein guter Ball, Alaba kriegt ihn noch. Wilfried Boni. Verzögert, Aubameyang. Ja, und dann ist der das Tempo aus dem Spiel. Caligiuri gegen Aichner. Nimmt Eriksen mit. Und der setzt sich da gut durch. Eriksen! Hat Lunte gerochen, der Däne. Der dänische Nationalspieler, der in der letzten Saison von Ajax Amsterdam für viel Geld kam und voll eingeschlagen hat hier beim HSV. Wieder Eriksen. David Alaba. Ah, Eriksen traute sich nicht, den riskanten Ball zu spielen. Alaba mit den schwächeren Rechten. Aber Aubameyang erneut im Abseits. Nicht das erste Mal heute, dass er zu weit vorm gegnerischen Tor steht. Kouyaté fängt den nächsten Ball ab. Mahia, Eriksen, Aubameyang, Boni. Doppelpassversuch mit Aubameyang. Boni geht nochmal nach. Aber die Kölner bleiben erstmal im Ballbesitz. Eriksen, oh, hat Pech, dass er da nicht rankommt. Und der Boni läuft jetzt hier mit zurück. Der Wilfried, um hier das Pressing aufrecht zu erhalten. Oh, das war ein guter Ball. Aber da konnte, ich glaube es war Peschko, nichts anderes machen, als den Ball mit dem Kopf versuchen anzunehmen. Keine Gefahr für Olli Baumann. Knappe Stunde gespielt. David Alaba. Boni. Guter Ball für Mahia. Aubameyang. Caligiuri. Heute ja unauffällig. Mahia. Rechts ist Liedmaier. Und der steckt durch zu Caligiuri. Ah, guter Flankenversuch. Abgefangen. Jetzt mal her für Eriksen. Schussdistanz. Und der Kölner Verteidiger kann sogar noch zum Einwurf klären. Zeit zum Wechseln vielleicht. Nicht nur vielleicht. Wir werden jetzt wechseln vor der heimischen Kulisse in der MTech Arena. Und zwar... Auf wen bringen wir denn? Den Heuming. Unseren Dauernjoker. Und zwar für Alaba. Ich glaube, Son kann eigentlich auch nur im rechten Mittelfeld spielen, ne? Genau, deswegen tauschen wir jetzt auch mal die Position. Und Caligiuri zieht es auf die linke Seite. Und David Alaba, mal wieder vorzeitiger Feierabend für den jungen Österreicher. Ist eigentlich fast immer so ein Kandidat zur ersten Auswechslung bei uns. Und jetzt wechselt Köln. Jajalo kommt für Jabo. Das habe ich eigentlich schon in der Startelf so vermutet und gedacht. Na gut, jetzt ist der Kroate im Spiel. Marcel Janssen steckt durch zu Caligiuri und Kessler mit einer Faust dazwischen. Und was machen die Kölner da hinten? Und das war auch riskant. Aber befreien sich gut und beschwören so fast die Konterchance. Aber jetzt müssen sie doch noch mal hinten rum spielen. HSV macht zu, auch die Stürmer arbeiten hier gut mit nach hinten mit. Ah, Kouyaté getunnelt. Das ist ärgerlich. So, die Kölner noch weiter im Aufbau. Kouyaté, alter Walter Baumann, komm doch mal schneller raus. Und solche Tore hasse ich. Der war nicht drin. What the hell? Ausgeschätzten 50 Zentimetern. Was macht Michideski da? Er haut den Ball Richtung Eckfahne. Aber genau solche Tore, die hasse ich, die aus so einem Kuddelmuddel passieren. Und Olli Baumann, wie schnell, beziehungsweise wie langsam steht der denn da wieder auf? Der ist doch keine 35 oder 45. Der ist 22, der junge Torwart. Boni. Ah, oh, Aubameyang. Kriegt den Ball nicht unter Kontrolle und die Kölner, sie riechen hier vielleicht ein bisschen Lunte und wollen hier nochmal irgendwie zurück ins Spiel finden. Wir führen ja nur 1:0. Oh, was ist das denn? Alla Mahia mit dem Fehlpass. Ja, genau so war es, dass die Abpraller. Was machen die HSV-Verteidiger da? Das kann, das darf
nicht passiert. Die rennen sich da ja gegenseitig über den Haufen. Sascha wie Geilke kommt. Und der einzige echte Stürmer geht hinaus. Das finde ich auch sehr merkwürdig. Vorlagen immer noch auf der Bank. Wir werden auf jeden Fall nochmal wechseln. Und werden Dennis Aogo, denke ich, bringen. Der kann ja auch im zentralen Mittelfeld spielen. Kommt für Adama her. Noch bevor dieser Eckstoß ausgeführt wird. Adama her. Gutes Spiel. Dauerläufer im Mittelfeld. Setzt nicht die ganz großen Akzente der jungen Holländer, aber ungemein wichtig für das Team. Läuft unglaublich viele Kilometer ab. Mierzijewski, der gerade die Riesenchance verloren hat mit der Ecke. Boateng und Baumann. Diesmal hat er ihn. Der Olli. Heimenson. Oh, was macht der denn da? Riesenlapsus. Und jetzt in der Mitte. Zwei Kölner, Kujati macht Gott sei Dank die Tür zu. Dietmeier. Aubameyang. Oh, Ball kommt nicht durch. Flügelwechsel versucht. Und jetzt die Kölner mit langen Bällen hier. Letzten 10 Minuten sind angebrochen. Das bedeutet höchste Gefahr für uns. Den wollte ich so auch nicht spielen. Aber die FIFA-KI macht ja manchmal, was sie will. Oh, es wird nochmal harte Schlussminuten hier. Die Kölner kommen mit die Geilke. Marcel Janssen dazwischen macht das gut. Kaijuri. Das ist Aogo. Aubameyang rechts raus. Genauso Heumetson. Oh, fast auf den anderen eingewechselten Aogo. Oh, Eriksen ist körperlich nicht robust genug, kann sich da nicht durchsetzen. Aber Kujaté tut's. Und nochmal die Konterchance. Oh, aber Boni ist und wird kein Sprinter-Typ. Vielleicht hätte da ein Lukaku jetzt erreicht, der den Ball sich hätte noch erlaufen können. Aber mühselig darüber zu diskutieren. Köln kommt nochmal. Mit Jallalo. Macht die Dinger weg. Kaijuri klärt. Und wir können nochmal wechseln. Why not? Noch ein bisschen Zeit von der Uhr nehmen. Wir bringen Boni raus. Auch heute wieder ohne Tor. Kleine Formkrise beim ivorischen Nationalstürmer, der Wilfried auf seinem Trikot hinten draufstehen hat. Im Real Life ja immer noch unsicher, wohin er wechseln wird. West Ham wird es wahrscheinlich nicht werden, wie ich mir gewünscht hatte. Die haben Andy Carroll stattdessen fest verpflichtet vom FC Liverpool. Aber warum laber ich denn jetzt darüber? Wir haben noch ein schweres Spiel hier, die letzten Sekunden zu überstehen. Langer Ball, Dennis Diekmeyer, Heumenson, eine Minute Nachspielzeit angezeigt. Das ist Lukaku, der wird geschickt, gut gemacht Lukaku, und er sieht Aubameyang. Und da bedankt er sich natürlich bei Romelu. Lukaku hat ja doch noch was gebracht, ihn einzuwechseln, seine erste Torvorlage. Und in der Schlussminute, Aubameyang muss noch den Fuß hinhalten. Und sein fünftes Saisontor erzielen, 2-0. Der Deckel ist drauf. Und der HSV gewinnt sein erstes Heimspiel. Nein, oder? Doch. Ich glaube, das erste Heimspiel der Saison. Was macht Boateng denn da wieder? Und nochmal die Schusschance für Matze Lehmann. Das war aber die letzte Chance. Baumann hat da gerade nochmal seinen Fans zugewunken. Hinter der Nordtribüne. Und der HSV. Das war wirklich erst der erste Heimerfolg in der Bundesliga zumindest. Vorher hatten wir ja schon 1-3-0 in der Champions League hier gefeiert gegen Galatasaray. Und jetzt endlich auch in der Bundesliga. Und was mich freut, erneut zu 0. Treffer von Eriksen und Aubameyang bescheren uns einen sicheren Sieg. Hätte ruhig noch ein, zwei Tore höher ausfallen können. Aber das ist egal. Was zählt, sind die drei Punkte, die wir heute hier verdient haben. Und schaut euch diesen Kujaté an. Wieder Spiel des Tages als Innenverteidiger. Eine 9,0. Also der Typ rockt so unglaublich die Verteidigung weg. Auch Boateng heute ganz gut. Diekmeyer ebenfalls.
sehr gute Defensivleistung vom gesamten Team. Schauen wir uns nochmal die Tore und die Torvorlagen an. Aubameyang hat das erste Tor noch vorbereitet. Oh, wer meine Stimme hier schon wieder fast versagt. Aber trotzdem nur eine 8,2. Naja. Was soll's, ne? Hauptsache gewonnen. Gewonnen auch. Haben zum Beispiel Borussia Mönchengladbach gegen SC Freiburg 2:0. Schalke kommt über ein 1:1 in Frankfurt hinaus. Dortmund gewinnt 2:0 in Hannover. Hertha gewinnt gegen Hoffenheim 1:0. Und die Bayern entscheiden das Spitzenspiel gegen Wolfsburg für sich, gewinnen 2:1. Douglas ist immer noch unzufrieden mit seiner Rolle, das wissen wir ja schon. Wir gehen nochmal eben schnell einen Tag weiter, um noch die Sonntagsergebnisse uns eben anzuschauen und dann die komplette Bundesliga-Tabelle im Blick zu haben. So, die letzten Spiele des Monats. Leverkusen erneut nur unentschieden. 1:1 gegen Nürnberg. Und Augsburg holt auch seinen ersten Punkt. 1:1 in Stuttgart. Während die Bremer 0:1 in Mainz verlieren. Oh, da unten kommt auch also ein bisschen Bewegung rein. Schauen wir uns die Tabelle im Großformat an. Die Bayern, so heißen sie, die Bayern aus München, führen immer noch die Tabelle an. 17 Punkte, punktgleich mit Gladbach und auch der Berliner Hertha. Und was ich bei Hertha so erstaunlich finde, das scheinen ja Minimalisten zu sein. 5 Siege, 2 Unentschieden und die Tordifferenz ist plus 5. Also sie haben immer nur mit einem Torunterschied gewonnen. Na gut, so verdient man sich aber auch 3 Punkte. Auf Platz 4 folgt unser HSV, 2 Punkte hinter dem Spitzentrio mit 15 Punkten. Schalke fällt auf Platz 5 zurück. Wolfsburg verliert auch ein bisschen am Boden. Dortmund kommt dafür immer wieder ein bisschen weiter ran, der deutsche Meister. Hoffenheim verliert auch ein bisschen am Boden. Und gucken wir jetzt nochmal auf die zweite Hälfte. Augsburg holt den ersten Punkt. Köln rutscht jetzt auf einen direkten Abstiegsplatz. Nürnberg mal wieder in der Relegation. Aber Freiburg, Mainz, Bremen und auch Bayer Leverkusen sind nicht allzu weit weg. Aber die Bremer, weiß ich auch nicht, was ich von denen halten soll. Und gegen die spielen wir dann nur unentschieden torlos. Ach man, könnte mir immer noch ein bisschen ärgern, aber shit happens. Schauen wir nochmal auf die Torschützenliste. Boni 6 Tore, Aubameyang 5. Ebenfalls 5 haben schon Mario Götze, Javi Hernandez und Jan Schlaudraff. Dann kommen mit 4 Toren schon Stefan Schröck, Arslan, also die Hoffenheimer. Die ballern auch anscheinend ganz gut. Luc de Jong ebenfalls 4 Tore. André Schürrle auch wieder weit oben mit dabei. Der im Real Life ja vor kurzem jetzt einen 5-Jahres-Vertrag beim FC Chelsea unterschrieben hat. Aubameyang stockt sein Vorlagenkonto auf 3 auf. Ist jetzt punktgleich mit Van der Vaart und Eriksen. Und Baumann, neben Ter Stegen, der einzige Keeper, der dreimal bislang zu 0 geblieben ist. 4 Spieler mit 4 gelben Karten, 2 Schalker davon. Oh, und da sind noch rote Karten dazugekommen. Von Jan Kirchhoff unter anderem, unserem Ex-HSVer. Und die andere ist von Philippe, den Innenverteidiger aus Wolfsburg, der da wohl etwas unsanft zu seinen Gegenspielern war. Aber gut. Das hat uns nicht mehr so viel zu interessieren. Stattdessen gehen wir noch weiter. Und zwar in den nächsten Monat. In den Monat Oktober. Das bedeutet wiederum, wir können uns gleich noch die Champions League-Ergebnisse anschauen. Und auch den Mannschaftsbericht, den monatlichen. Vielleicht haben sich da noch ein, zwei Spieler verbessert. Ich hoffe es doch. Aber erstmal kurz auf die anderen Champions League-Ergebnisse. Zumindest die von den anderen Bundesligisten. Sollten die schon gespielt haben. Ach, die haben ja noch im alten Monat gespielt, genau. Wen haben wir denn da? Die Bayern, die gewinnen 2:0. Erwartungsgemäß, muss man wohl dazu sagen, bei Rapid Wien. Und die anderen Bundesligisten spielen heute auch alle am 1. Oktober. Dortmund zu Gast bei Celtic. Wir sind zu Gast in Anderlecht. Und Leverkusen spielt ebenfalls auswärts bei den Tottenham Hotspurs. Alles andere als ein einfaches Programm. Denn wir wissen ja, der erste Anderlecht hatte am ersten Champions League Gruppenspieltag den AC Mailand geschlagen zu Hause. Also auch die sollten wir nicht unterschätzen, den ehemaligen Club von unserem neuen Kapitän, Shaiku Kouyaté. Aber jetzt gucken wir uns noch den Mannschaftsbericht zum Schluss an.
Und jede Menge Stärkepunkte, das gefällt mir. Baumann auf einer 83 jetzt. Kuyati, das hat er sowas von verdient. Enti auf einer 82. Van der Vaart gewinnt wieder einen Punkt dazu. War erst auf 84, jetzt wieder auf 85. Alaba, das wird auch mal wieder Zeit. Ein Stärkepunkt dazu, genau wie Wilfried Boni. Unser AB-Sturm jetzt beide auf einer 85, wunderbar. Lukaku ebenfalls schon verbessert auf eine 78, Marktwert 13 Mille, wunderbar. Vilhena, ein Kurzeinsatz gehabt, beschert ihn auch ein Pluspunkt. Kaijuri jetzt auch auf einer 82, Marktwert 10 Mille, wunderbar, das sieht auch sehr gut aus. Ginter, Form schlecht. Ach, er hat immerhin schon mal in der Bundesliga gespielt. 3 Einsätze, Note 5,8 im Durchschnitt. Naja, ist er dafür oder dafür verantwortlich, dass Leverkusen so schlecht spielt? Man weiß es nicht. Barosch, noch ein Stärkepunkt dazu. Bereits auf einer 73 mit seinen zarten 18 Jahren. Und auch Maxi Beister. Auf einer 78 jetzt mit seinen 24. Und er ist auf jeden Fall Stammspieler. Bei der Berliner Hertha hat alle 7 Einsätze mitgemacht. Allerdings noch ohne jede Torbeteiligung. Kein Tor, keine Vorlage, einmal zu 0 geblieben und eine Durchschnittsnote von 6,3. Was wollte ich gucken? Ich wollte kurz auf die Bundesliga-Tabelle schauen. Sind hier schon 8 Spiele? Ne, tatsächlich erst 7 Spiele. Dann hat Weißer doch alle Einsätze mitgemacht. Auch gut zu wissen, also da haben wir nochmal ein ordentliches Stärkepolster dazu gewonnen. Das sollte uns auch helfen beim zweiten Champions League-Auftritt. Beim RSC Anderlecht. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal auch wieder ein bei Let's Play FIFA 13. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich weiter unterstützt. Hat euch dieses Video gefallen? Gebt doch einfach mal einen Daumen hoch oder schreibt einen netten Kommentar. Ich würde mich sehr freuen. So, das waren die letzten Worte und jetzt wirklich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, euer Killer.